Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Mama, du musst unbedingt mitkommen. Emma hat sich ganz doll wehgetan und blutet jetzt am Fuß. Komm bitte ganz schnell mit. Es ist so schön, dass wir heute auch endlich mal einen Strandkorb abbekommen haben, oder Tante Clara? Ja, Linus, das ist super. Oh, endlich mal ein bisschen Schatten hier. So kann ich es heute bestimmt super aushalten. Puh, es ist heute so warm. Ich finde, es ist noch wärmer als gestern. Ja, das stimmt, Nele. Die Luft ist heute richtig drückend. Die steht richtig. Nun, jault hier mal nicht rum. Wir sind extra hierher gefahren, damit wir endlich auch mal schönes Wetter haben. In Deutschland war es ja nur am Regnen. Ja, dürfen wir jetzt ins Wasser? Natürlich, aber bitte vorher eure Schwimmwesten anziehen und eincremen. Sag mal, Nele und Markus, wollt ihr gar nicht mit ins Wasser? Nö, ich habe keine Lust, mir ist das zu warm. Ja, ich bleib auch erstmal hier. Ich komm später nach. Und du, Mami, kommst du mit Emma mit? Ich komm gleich mit Emma nach. Geht schon mal vor. Ach Mann, können wir nicht heute endlich mal ein Surfbrett ausleihen? Ich würde so gerne auch mal surfen. Och, Markus, heute ist es viel zu warm. Vielleicht morgen. Oh, Hanna, schau mal, da ist endlich meine Luftmatratze frei. Wollen wir uns die nehmen? Ja, sag mal, dürfen wir die Matratze haben? Bist du damit fertig? Ja, ja, ihr könnt die haben. Ich spiele nicht mehr damit. Sophia, schau mal, was wir hier haben. Ihr habt eine Matratze, ist das nicht cool? Komm schnell her. Na, ihr lasst euch das aber hier richtig gut gehen. Darf Emma auch noch mit drauf? Natürlich darf Emma mit drauf. Komm schnell her, Emma. Markus, jetzt komm doch auch endlich. Das macht so viel Spaß mit der Matratze. Komm doch jetzt auch ins Wasser. Kommst du mit, Nele? Ja, ich komme jetzt auch mit. So eine kleine Abkühlung tut mir jetzt bestimmt gut. Es ist so warm heute. Ach, Markus, du kannst so toll schwimmen. Ich bewundere das richtig. Ich wünschte, ich könnte auch so schön schwimmen wie du. Das sieht so toll und so galant aus, wie du so durchs Wasser gleitest. Ich kann doch gar nicht richtig schwimmen. Ja, und ich wünschte, ich müsste auch keine Weste mehr haben und keine Schwimmflügel. Ja, findest du wirklich, Hanna? Naja, ich finde, ich kann nur so lala schwimmen. Ich würde gerne viel cooler sein, zum Beispiel wie die Frau da hinten auf dem Surfbrett. Also für mich bist du voll cool, Markus. Oh, schau mal, Katharina, was ich hier gefunden habe. Das ist aber eine besondere Muschel. Guck dir mal das Muster an. So eine haben wir noch nicht. Die ist echt schön. Die nehmen wir mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Steck die schnell ein, bevor die noch weggespült wird. Na gut, dann weiter. Wir wollen doch die schönsten Muscheln am Strand finden. Nachher klaut sie uns doch jemand anders alle weg. Und vielleicht finden wir noch eine Perle, hat Oma gesagt. Oh, Muscheln sammeln, das macht bestimmt mega Spaß. Ja, bestimmt, Hanna. Ich komme auf jeden Fall mit. Du auch, Nele? Ja, ich komme auch mit Muscheln sammeln. Markus, kommst du auch mit Muscheln sammeln? Nee, ich möchte nicht Muscheln sammeln. Ich möchte viel lieber surfen. Können wir Emma auch mitnehmen, Sophia? Bitte, ich passe auch gut auf sie auf. Das weiß ich doch. Wenn dir das nicht zu viel ist, Nele, dann kannst du die Kinder alle mitnehmen und auch Emma. Ja, aber lass sie bitte nicht allein ins Wasser und lauf nicht so weit weg. Warum kommt ihr denn jetzt alle aus dem Wasser? Ich wollte gerade reinkommen. Ja, wir wollen jetzt Muscheln sammeln gehen. Ich würde sagen, wir nehmen am besten den großen Eimer mit. Dann brauchen wir nicht so viel schleppen, oder? Nele, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Bruder? Will der nicht mit? Ach Mann, der schmollt, glaube ich, schon wieder, weil er nicht surfen darf. Der will auf keinen Fall mit, hat er gesagt. Den gehe ich gleich mal nach ihm gucken. Vielleicht kommt er noch hinterhergerannt. Lauf bitte nicht so schnell. Und lauf auch nicht so weit weg. Wie weit dürfen wir denn laufen? Ich würde sagen, ja, bis da hinten hin zu diesen Pelikanfelsen, wo die Pelikane alle sitzen. Ja, das ist schon ein Stückchen und ihr kommt trotzdem schnell nach Hause. Ist das ein Deal? Ja, das ist ein Deal. Versprochen, wir laufen auf keinen Fall weiter. Na gut, dann mal los, bevor es noch wärmer wird. Halt, halt, halt. Was ist denn mit Emma? Die kannst du doch nicht mitnehmen. Doch, Sophia hat gesagt, ich darf sie mitnehmen. Ich soll nur gut auf sie aufpassen und sie darf nicht allein ins Wasser. Nele, pass bitte ganz gut auf Emma auf und auch auf Linus und Hanna. Du hast eine große Verantwortung. Lass bitte keinen alleine ins Wasser. Geht nur Muscheln sammeln und lauf nicht weiter. Und pass bitte auf Emma auf. Ja, das mache ich doch immer. Ich passe immer auf Emma auf. Und auch auf Linus und auf Hanna und auf Markus. Das mache ich doch immer. Du tust immer so, als ob ich nie aufpassen würde.
Es ist noch nie was Schlimmes passiert. Schaut mal, die Vögel, die haben aber ganz schön große Schnäbel. Und die Babys hier vorne sind so süß. Hanna, pass bloß auf, nicht, dass dich noch so ein Pelikan beißt. Das tut bestimmt weh. Ach, die tun doch nichts. Guck mal, der lächelt sogar. Aber die Babys sind so flauschig, so süß. Oh, ich hätte gern auch einen Pelikan. Hier sind wirklich viele Muscheln. Dann lasst uns jetzt endlich mal ein paar sammeln. Oh, guck mal, hier ist eine richtig schöne. Und guck mal, was ich für eine gefunden habe. Die sieht fast aus wie so eine Kette von Oma. So schön sieht die aus. Oh, das ist die schönste Muschel, die ich jemals gesehen habe. Zeig mal, Linus, die ist ja wunderschön. So eine möchte ich auch. Wenn ich noch so eine finde, dann kannst du die gerne haben. Aber diese würde ich so gern behalten. Ich glaube, ich werde verrückt. Schaut mal, diese Muschel ist ja riesig. Das ist die größte Muschel, die ich jemals gesehen habe. Oh, die ist so schön. Die behalte ich auf jeden Fall. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Emma, was hast du denn? Warum weinst du denn? Was hat sie denn? Die ist doch gerade noch gelaufen. Was ist denn jetzt passiert? Oh je, die Arme. Oh, ich glaube, sie ist irgendwo reingetreten oder so. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Oh, was ist hier denn passiert? Hat deine Schwester sich wehgetan? Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie ist auf einmal umgefallen und weint und ich habe nicht aufgepasst. Das ist nicht meine Schwester, das ist meine kleine Cousine. Was mache ich denn jetzt? Ich krieg bestimmt furchtbaren Ärger. Nun hör mal auf zu weinen. Ja, die Kleine ist einfach in eine Muschel gelaufen und hat sich doll geschnitten. Am besten geht ihr mal der Bademeisterin Bescheid sagen und der Mama von dem Baby. Oh, ich werde so Ärger bekommen. Ich habe doch versprochen, dass ich aufpasse. Oh, Sophia wird so enttäuscht sein. Linus, gehst du deiner Mama Bescheid sagen? Und Hannah, gehst du eben schnell zur Bademeisterin? Und ich schwimme am besten mit dem Boot weg. Ach Quatsch, da brauchst du keine Angst haben. Das hätte auch mir passieren können. Oder dir oder deinen Freunden. Ja, hallo Frau Bademeisterin. Ich habe da so ein kleines Problem. Es hat sich jemand verletzt. Können Sie vielleicht mal kurz gucken und vielleicht ein Pflaster drauf machen oder sowas? Ah, jemand ist verletzt. Ich habe gar nicht gesehen. Was ist passiert und wo bitte? Du, Mama, du musst sofort kommen. Emma hat sich ganz doll wehgetan und ihr ganzer Fuß ist verblutet. Und komm ganz, ganz schnell bitte mit. Du musst ihr helfen, sie weint ganz doll. Und ja, und Nele hat Angst, dass sie Ärger bekommt. Komm bitte ganz, 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 ganz schnell mit. Und Emma braucht dich jetzt und ich habe so Angst, dass ihr Fuß abfällt. Oh je, Emma, was ist denn hier passiert? Och Mensch, was hast du denn gemacht? Das blutet aber ganz schön doll. Was ist denn passiert? Ach, Sophia, das ist alles meine Schuld. Es tut mir so sehr leid. Ich habe nicht aufgepasst, wo Emma hintritt. Da muss wohl irgendwo, ja, weiß ich nicht, eine Scherbe oder vielleicht eine Muschel. Ich weiß es nicht. Ach, Emma, nun hör doch bitte auf zu weinen. Es ist alles gut. Dir wird jetzt ja gleich geholfen. Psst, so schlimm ist das doch gar nicht. Du bist ganz tapfer, guck mal. Ah, Sophia, es tut mir so leid. Ich habe dir versprochen, dass ich gut aufpasse und ich habe nicht aufgepasst. Och, das ist alles meine Schuld. Nele, wir reden später. Ich muss mich jetzt erstmal um Emma kümmern. Ach, schauen Sie mal, da kommt auch schon die Bademeisterin. Ja, hallo, ich habe gehört, hier ist eine Notfallbitte. Wo ist denn die Patientin? Ah, ich sehe schon, die kleine Kind. Wird Emma wieder gesund? Ach, bitte. Es soll aufhören zu bluten und sie soll schnell wieder glücklich werden. Na, hoffentlich, Linus, hört es jetzt auf zu bluten. Ja, jetzt wollen wir erstmal gucken, was die Bademeisterin machen kann und ob wir ins Krankenhaus fahren müssen. Ach Mann, ey, Sophia ist bestimmt richtig sauer auf mich. Das ist alles meine Schuld. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Ich war so abgelenkt von der großen Muschel. Ach Quatsch, das hätte uns doch allen passieren können, hat die Frau gesagt. Ich hätte auch da langlaufen können. Ich bin da sogar vorher noch langgelaufen. Ich glaube nicht, dass Mama sehr sauer auf dich ist. Und wenn, dann ist sie vielleicht nur ganz kurz sauer. Ach, ich glaube nicht, dass Sophia sauer auf dich ist. Du hast doch gehört, da können wir gar nichts für. Ich hätte da genauso reintreten können. Das passiert nun mal. Ja, vielleicht sollte Emma nächstes Mal Schuhe anziehen. Ach, Emma Maus, nun hör doch auf zu weinen. Es wird alles wieder gut. Guck mal, die nette Frau kümmert sich jetzt um deinen Fuß. Müssen wir ins Krankenhaus fahren oder kriegen sie das so hin? Ja, das ich kann nicht sagen. Ich muss erstmal gucken, wie tief ist dieser Schnitt. Ja, dann zeigen Sie bitte. Ist Ihre Kind geimpft gegen die Tetanus? Ja, ja, Emma ist voll geimpft, also alles in Ordnung. Das ist schon mal sehr gut. Dann, wenn Schnitt nicht tief, Sie müssen nicht ins Krankenhaus.
Ach, hoffentlich. Ja gut, dann wollen wir mal eben einmal gucken. Ich halte sie fest. Ich reinige die Wunde jetzt mit die Desinfektionsspray. Ja, vielleicht ein bisschen brennen. So, und jetzt ich mache die Reste von die Muschel raus. Ah, ihre Tochter in eine Muschel auf jeden Fall getreten. Ja, oh, dies tut bestimmt ein bisschen weh. Aber übermorgen schon wieder alles gut. Ihre Emma, ja, auf jeden Fall sehr tapfer. Ja, vielleicht, sie hat viele Glück gehabt, nicht so tief gewesen. Aber vielleicht ein, zwei Tage nicht an den Strand. Die Meerwasser brennt an die Wunde. Also das heißt, zwei, drei Tage lieber zu Hause bleiben in der Ferienanlage, damit das Ganze sich nicht entzündet und nicht brennt. Habe ich das richtig verstanden? Und ins Krankenhaus müssen wir wirklich nicht? Nein, ist nix tief, die Wunde. Aber wäre gut, wenn sie lieber ja nicht an den Strand. Die Sand und die Meer, vielleicht denn entzündet sich Wunde und dann sie müsste in ein Krankenhaus. Und falls, ja, Fieber oder irgendwas komisch, dann auch bitte ins Krankenhaus. Vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Ja, wenn irgendwas anders ist mit Emma und wenn die Wunde sich entzündet, gehe ich auf jeden Fall ins Krankenhaus. Danke, dass Sie uns so schnell geholfen haben. Und wird Emma wieder ganz gesund? Ist alles in Ordnung mit ihrem Fuß? Es tut mir so leid, Tante Sophia. Das brauchte nicht leid tun, Nele. Das wäre wahrscheinlich genauso passiert, wenn ich daneben gewesen wäre. Oder deine Mama. Oder auch Lukas. Du kannst da gar nichts für. Das war einfach nur Pech. Du hast gut auf Emma aufgepasst. Sie ist nicht ins Wasser gegangen. Aber du kannst auch nicht noch gucken, wo sie überall hintritt. Ja, hallo Kinder. Och Mensch, die arme Emma. Hoffentlich wird ihr Fuß bald wieder besser, damit sie wieder an den Strand kann. Hat euch das Video gefallen, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Seid ihr auch schon mal irgendwo reingelaufen, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und hier vorne verlinken wir euch noch ein paar ältere Videos von uns hin. Bis dann, tschüss.